Hi und herzlich willkommen auf Silentcast HD zu einem weiteren Newsday Tuesday. Wir sind hier auf der englischen Seite, auf der US-Seite, denn heute wurde der Patch, also ihr seht es hier oben, dass es heute aufgespielt wurde, wurde der Patch 1.3.5 aufgespielt und es gibt ein paar kleine Änderungen, die aber also für uns relativ uninteressant sind. Und eine größere, die uns nicht direkt betrifft, aber die mir einen Weg eröffnet, um den New Stage Tuesday ein bisschen größer zu machen. So, also, wir haben hier den ersten Punkt unter General, dass die Spieler von Latein- und Nordamerika zusammengelegt werden. Also dieser Pool aus Spielern und Friendslist und Ranglisten und allem wird jetzt zu einem Pool zusammengelegt, zu einer Region zusammengelegt. Das heißt, man kann sich in der In-Game-Friends-List adden und spielt in der gleichen Ladder. Und das passiert mit Europa und Russland auch, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Für Europa und Russland gilt das Ganze auch, also es werden so, und dazu gibt es einen FAQ, also die ganzen Links stehen unten, falls ihr den Text lesen wollt. Es werden Europa und Russland, Nord- und Lateinamerika und Korea und Taiwan zusammengelegt. Also wird das alles zusammen eine Region und es wird auch behandelt wie eine Region. Also so wie jetzt im Moment ein Deutscher gegen einen Engländer oder Franzosen oder spielen kann, werden dann auch die ganzen Spieler aus der russischen Region zusammen mit in den Ranglisten spielen. Diese Verlinkung wird mit dem Start der dritten Saison anfangen, also wahrscheinlich zum 25. Juli. Ihr könnt dagegen nichts machen, ihr müsst dafür nichts machen. Die werden einfach zusammengelegt, das wird euch wahrscheinlich noch nicht mal auffallen, denn ich schätze einfach mal, dass Englisch weiterhin die präferierte Sprache dann auch in unserer Rangliste sein wird. Oder in unserer Region. Und so viel chattet man ja mit den Gegnern dann doch nicht. Was euch vielleicht interessiert ist hier, wie sich das Ganze mit der Latenz im Spiel auswirken kann. Dazu schreibt Blizzard hier, alle Spieler in der verlinkten Region spielen über dieselben Datenzentren wie schon vor der Anbindung, weshalb diese Änderung keine Auswirkung auf die Latenz haben sollte. Das heißt, es sollte relativ egal sein, ob ihr jetzt gegen jemanden ganz im Osten von Russland spielt oder aber gegen jemanden, der in der gleichen Stadt von euch wohnt. So, bei den Karten, die ihr veröffentlicht, die mussten ja bis jetzt immer in der gleichen Region auch veröffentlicht werden. Das heißt, ihr hattet nicht den gleichen Map-Pool der Custom Maps wie die Amerikaner zum Beispiel. Die veröffentlichten Karten bleiben dann bei der Regionsverlinkung erhalten und werden wahrscheinlich dann für die ganze Region zugänglich sein. Das heißt, man muss nicht mehr für Nordamerika und Lateinamerika bzw. Europa und Russland zwei Karten jeweils hochladen. Und für die Großmeisterliga, ich denke, das wird die wenigsten von euch betreffen oder eher keinen, heißt das, dass auch die Großmeisterliga zusammengelegt wird. Das heißt, da wird jetzt ein Kampf der vorigen zwei Regionen um die 200 Plätze laufen. Und das ist die größte Änderung, denke ich, dass einfach, ich sag mal in Korea und Taiwan, wo die ganzen bekloppten Spieler wohnen, dass da jetzt sich, ja, doppelt so viele Spieler, sage ich einfach mal, um die gleichen 200 Plätze ballen. In den ganzen anderen Ligen wird es einfach mehr Ligen geben, denn die Aufsplittung dabei ist ja prozentual, wie ihr bei Team Liquid nachlesen könnt. Ich schau mal, wenn ich den Link spontan finde, schreibe ich ihn euch mit unten rein, sonst müsst ihr selbst schauen. So, die nächsten Punkte sind, dass einfach ein paar Performance- und Speicherverbesserungen gemacht wurden, was StarCraft 2 angeht. Dann wird die Player-Left-Message, also dieser kleine Silent hat das Spiel verlassen, wird wieder in den Replays angezeigt werden. Bis jetzt, habt ihr vielleicht mitbekommen, sieht man es immer nur daran, dass die Vision von dem einen Spieler wieder zu Fog of War wird. Also es ist so, als hätte man nie gescoutet, solange man halt quasi auch seine Vision anhat. Und dabei kriegt man halt jetzt auch wieder eine Players Left. Und was, denke ich, die wichtigste Änderung überhaupt ist,
Das Icon für den Infernal Pre-Igniter wurde geändert und dabei steht Now with more Blue Flames, also mehr Blue Flames. Vielleicht wird jetzt diese kleine Flamme in dem Icon tatsächlich blau. Falls ihr selbst Kartenmacher seid, also hier mit dem StarCraft 2 Editor arbeitet, dann könnt ihr euch das hier noch durchlesen. Für mich ist das absolut uninteressant. Und ich denke auch, für euch wird es auch interessant sein. Kleines Update noch am Ende, damit möchte ich dann auch den News Day Tuesday beenden. Wenn ihr ein Windows 7 Gerät habt, dann könnt ihr euch jetzt auch den Mobile Authenticator runterladen. Ich habe den für mein iPhone und Wear Angel hat ihn für sein Android, so wie es aussieht, und es funktioniert alles ganz toll. Also, es gibt den halt schon im App Store und im Android. Wie heißt denn der da? Mobile Store? Mobile Application? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Und jetzt gibt es den auch für die Windows 7 Geräte. Ist natürlich eine Sicherheitssache, die sehr nett ist. Wobei man natürlich auch im Hinterkopf halten muss, dass Blizzard davon natürlich auch einen großen Vorteil hat. Also, was Battle.net angeht, an sich ist das natürlich schon sehr schön für Blizzard, denn damit wird Account Sharing natürlich sehr, sehr problematisch. Denn wenn man World of Warcraft und StarCraft 2 hat, sage ich mal, als zwei Spiele und noch Diablo 3, und man hat sich World of Warcraft zusammengekauft und wollte sich einen Account teilen, ist das jetzt natürlich mit Battle.net an sich schon problematisch, denn man gibt automatisch den Personen, mit denen man sich einen Account teilt, was natürlich nicht erlaubt ist, gibt man natürlich auch Zugriff auf seine gesamten anderen Spiele. Und mit dem Authenticator wird es jetzt natürlich noch problematischer, denn das ist entweder, also ihr könnt hier einfach mal im FAQ ein wenig rumstöbern. Ist hier irgendwo ein kleines Bildchen? Nein, das ist so ein Schlüsselanhänger. Den kann man kaufen bei Blizzard. Irgendwie für 5 Euro plus Versand oder irgendwie sowas. Also keine riesige Sache, wo Blizzard jetzt dran verdient. Oder man kann ihn halt kostenlos auf allen möglichen Endgeräten runterladen. Und ja, das ist natürlich eine Sache, da immer nur ein Account mit einem Authenticator verbunden sein kann, heißt das natürlich, dass ja, ich mit jemandem, der nicht auch meinen Authenticator hat, was bestimmt irgendwie möglich ist, dass die Codes gleichzeitig gesendet werden oder weitergeschickt werden oder kann sich bestimmt irgendwas zusammenhacken, aber dass man halt nicht sich einloggen kann, wenn man diesen Authenticator nicht hat. Also wenn ihr euer Handy vergesst, kommt ihr nicht mehr in euren Account. Und ihr könnt meines Wissens nach auch nur den Authenticator wirklich entfernen, wenn ihr in eurem Account seid. Soll heißen, wenn ihr das Ding verliert, müsst ihr wahrscheinlich euer Passwort resetten und dann ist der Authenticator auch direkt mit draußen. Irgendwie sowas wird es bestimmt sein. Also das ist natürlich eine weitere Sicherheitsmöglichkeit oder eine weitere schöne Möglichkeit für Blizzard, euch vom Multi-Accounten fernzuhalten. Ja, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Lest euch ein bisschen durch die FAQs. Wie gesagt, die Links schreibe ich euch unten rein, falls es euch interessiert. Und in 2 Tagen habe ich Internet. Bis dahin, ich bin raus.